Da sind Sie ja wieder. Der Herr Wittlich hatte da ein Problem. Bei dem Herrn Wittlich drehte sich das Problem um eine oder mehrere Tefi-Kassetten. Nein, ich komme nicht aus dem Bad, aber ich will auch kein Bier trinken. Ich zeige dem Herrn Wittlich und Ihnen und wem es auch immer interessiert jetzt, wie man Tefi-Kassetten mit einer Flasche Bier und einem Föhn wieder in Schwung bekommt. Ganz einfach beim Fernseh gucken, die Flasche Bier, die leere natürlich, ans Knie einklemmen, den Föhn in volle Fahrt bringen oder in langsame Fahrt bringen. So, dann hängen wir dann einfach mal hier rüber. Wir nehmen die Tefi-Kassette über die Flasche. Ja, und dann fangen wir an und massieren den Knick mit dem Föhn schön warm hier raus. Haben die Tefifon-Kassette dann hinterher wieder in Gang. Man muss es natürlich ausprobieren. Stufe 2 wäre besser. Man spannt die Tefi-Kassette mit dem Knick oder mit der Beule, die meistens immer so aussieht, über diese Flasche Bier oder über eine Wasserflasche. Ja, und hat sie dann hier. Und mit dem Föhn geht man hin, zieht sie ein bisschen stramm. Hier, so mit den Fingern hält man das fest. Und fährt dann mit dem Föhn langsam immer hin und her über den Streifen. Nach einer guten halben Stunde bei mäßiger Temperatur sollte der Knick verschwunden sein. Ja, Föhn werden Sie haben. Eine leere Flasche finden Sie garantiert. Und ich denke mal, dann dürfte auch Ihre Tefi-Kassette wieder funktionieren. Naja, bei irgendwelchen guten Geschichten können Sie ja nochmal anschreiben. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Tefi-Kassetten-Föhnen. Tschüss.